Ist dir eigentlich klar, dass ich dich die ganze Zeit schon aufnehme? Ja, nein, und? ehrlich gesagt nicht. Ich wollte es dir nur mal sagen. Woher soll ich das denn wissen? Weiß nicht, nur mal so. Ich weiß nicht. Vielleicht wäre es besser, wenn ich kein Jacobs wäre. Ich bin kein Anführer. Meine Ambitionen sind klein und ich kann mittags nicht mal einen Grog von der Terrasse jagen. Was bin ich für ein Mann? Ein guter. Jacobs ist ein Familienunternehmen, Alistair. Es wird durch Blut weitergegeben. Wenn ich es nicht übernehme, wird es irgendein entfernter Cousin übernehmen und das ganze Ding verpfuschen. Mein Vater will, dass es bei Jacobs um mehr geht als um Waffen. Es geht um Verlässlichkeit, um Anstand, um Ehre. Klingt für mich, als wärst du genau der Richtige, um den Namen zu tragen. Da bin ich nicht so sicher. Aber wenn du da bist, könnte das was werden. Du kannst voll und ganz auf mich zählen, Winnie. Und genau darum liebe ich dich so. Also ich wollte vorhin schon mal fragen, ne? Habe ich das richtig verstanden, dass die beide ein bisschen knicki-knacki sind? Ja. Ja. Ich wusste gar nicht, dass Hammerlock schwul ist. Anscheinend schon. Also, klar, der ist komisch und so, ne? Aber ich hätte nie gedacht, dass der Typ schwul ist. Interessant, man lernt nie aus. Also, kommst du her oder? Ach, du bist ja schon hier. Ey, du hast geschafft! Krass! Sah gut aus! Sah wirklich gut aus! Also, ich habe schon in unserer Season 2 komische Rückwärtssaltos gemacht. Hast ja toll gemacht. Ein Glück gibt's hier in Catch-A-Ride. Ich hätte keinen Bock nach Hause zu laufen. Die Engel. Ach, der Knast. Das sieht doch schon wieder aus, als ob wir uns da wieder durchprügeln müssen. Weißt du, woran mich das Bild erinnert? Wie der Hafen von Borderlands 2. Wo du den hinterher gegen den Vogel kämpfen musst, ne? Da, wo du Vogel ist noch mal Roland befreien musst. Ja, oder das? Das stimmt. Mit diesen ganzen Containern und so, wo die ganzen Mechas kommen. Extrem nervig. Alleine, weil die Constructors echt abnerven. Geht eigentlich. Ja, ich finde die sehr, sehr nervig mit der Zeit. Besonders, wenn die Support-Dinger kommen und alles. Das Team, das ich reingeschickt habe, antwortet immer noch nicht. Da muss was passiert sein. Mach das Tor, Kammerjäger. Komischerweise antwortet nie ein Team, wenn es reingeschickt wurde. Warum nur? Warum müssen wir dann immer rein? Das kann dann sich ansauern, auch mal zurücklehnen und hier. Wir wollen auch mal gerettet werden. Ist euch mal aufgefallen, dass du in Borderlands immer nur die Welt rettest und nie selbst gerettet wirst? Was zum Fick ist das für eine Waffe? Was? Das sind diese kleinen Scheißviecher mit ihren komischen Mini-Drohnen. Badass ist da unten. Ja. Die halten ganz schön viel aus. Lol, ein Sägeblattwerfer mit Dynamit dran. Alles klar. Der schreit ja rum, der Typ. Was? Alter, hier sind ja ein paar eklige Typen drin. Schwach, Schlappschwanz. Oh, hier ist ein Badass Tink. Ist ja. Geht ja gar nicht. Holy shit. Ich war
Gibt's hier auch was anderes außer Badass? Ja, ein Spieler. Ach, na dann. Mein Spiel ist gerade abgestürzt, als ich gefallen bin. Du bist übrigens tot. Ja, ich weiß. Lennart, schieß drauf, ich supporte. Alter, Falter. Ich hab keine Angst! Keine Bewegung! Behalten! Badass mit Nahkampfangriff getötet, läuft. Ein Haufen Typen hier. Ich brauche etwas Schutz. Das Fleisch bei den Nahtketzer. Was? Ob ich was verpasst habe? Nö, wir haben hier gerade die Gegner getötet. Weil wenn das so weitergeht, bin ich wirklich irgendwann 5 Level hinter euch. Ach Quatsch. Was ist los? Ich kann gerade nur meinen zweiten Waffenslot benutzen. Warum? Ich weiß, gute Frage, oder? Wenn ich auf die anderen Waffen wechsle, habe ich keine Waffe. Einmal rausziehen und mal reinmachen? Mir scheint so, als sei das Spiel noch ein bisschen buggy. Dezent. Aber bei mir hat es sich wenigstens eingefuchst, dass mir nicht mehr komische Sachen angezeigt werden, wie Waffen als Schilder oder Granaten. Was ich die erste Zeit hatte. Voll gut. Ja, ist halt komisch, weißt du, wenn dir die Scheiße angezeigt wird, dann denkst du so. Schon. Soll ich die Türe öffnen? Lol. Brick, Alter! Dass es den noch gibt? Oh ja, noch ein Kammerjäger. Dieser Job wird immer besser. Hilf mir, ein paar Banditen zu erledigen, dann reden wir. Dass es den noch gibt, ey. Gut, ich mach mal wieder Support, ne? Das hat rein gar nichts mehr mit Support zu tun. Wieso? Weil du reingehst und drauf rotzt. Ja? Und alles, was ich treffe, daran macht ihr enorm mehr viel Schaden. Weil ich mache mit denen fast keinen Schaden so. Aber das, was ich treffe, kriegt extrem viel mehr Schaden. Ganz einfach. Besonders bei Badasses ist das gut. Ich wollte gerade sagen, du hast da was verloren. Aber jetzt kann ich ja nicht mal wieder eine andere machen. Den Moment! Haben Sie gesagt! Kann man bitte nicht mal den Badass wegmachen? Ich bin da!
Und danke. Ich hab zu tun. Oh, besten Dank. Dann raufrotzen tue ich, wenn ich den nächsten Skill habe, den ich haben will. Für meine Atomwaffen. Der wird super. Drei Skills, also drei Level brauche ich dafür noch. Kann nur gut werden. Ich hab's versucht, Mama. Komm her, hol dir ab, was du doch ich hab versagt. Der Pumpstock ist leer. Einen Moment. Okay, ich warte. Genug gewartet. Kills. Ich kann den Mecher ja auch auf Nahkampfkill machen. Das ist bestimmt auch witzig. Hier oben ist übrigens eine Kiste. Kiste markiert. Aber nur grün bei mir. Alter! Alter, da ist ein Badass! Mal so nebenbei. Bin tot, ich falle. Manche Gegner sind schon ein bisschen scheiße. Wo bin ich? Habe ich mich auch gerade gefragt. Ah, hier, okay. Ist es nicht so weit weg. Hier habt ihr das Sack. Der Beste. Was haben die eigentlich für Waffen hier? Ich auch rein. Lade eine Waffe. Meine Waffen verloren. Aua. Jetzt geht's ab, Slap. Ah, fertig, Scheiße, genug Badass. Scheiße, bist du groß. Wer ich oder was? Sammelt meine Waffe ein. Nee, Brick. Ja, musst du mal Dings fragen. Ich glaube, da hat jemand deine Waffe eingesammelt. Welche war das denn? Ja, welche wohl? Die hier lag.
Da lag, ich hab grad 3 oder 4 Waffen aufgesammelt. Ja, ne, lila, ne? Critical. Lag hier auf der Ecke. Die heißt Critical. Dann nicht, ich hab hier eine Terminal. Doch, Terminal Crit, da ist sie doch. Hey. Du hast mal einen Tod noch rausgedroppt. Ding. Da, da, da. Break, break. Gut, dass du hier bist. Es ist ja kompliziert. Ich habe auf das Signal unserer Sprengstoffexpertin gewartet, aber etwas lief schief. Waren wahrscheinlich Fanatiker oder KDK oder wie die jetzt heißen. Der Name ist egal, solange ich ihn zusetzen kann. Richtig zusetzen. Ich bring dich zu unserer Sprengmeisterin, die... Ach, wir sollen ja Namen verwenden. Krankhäschen braucht deine Hilfe. Mir nach! Krankhäschen, alles klar. Wer kann das nur sein? Wir lernen Tina kennen endlich. Yay. Wo macht man eine Tür auf? Ja. Jedenfalls auf Breakout. Man nennt mich den Türsteher. Und Mietzlap. Ich bin vielseitig. Was? Mietze? Hier lang. Mietzlap. Also ich hab Mietze verstanden. So, what? Mietze? Mietzlap. Es ist Zeit zu kämpfen. Ich frage mich bis heute, was dieses Klischee mit diesen Babys ist, ey. Sind das wirklich Babys oder sind es einfach nur kleinwüchsige Behinderte? Ich glaube kleinwüchsige. Aber warum gibt es denn so viele davon? Warte, ich könnte jetzt was sagen, aber ich glaube, das verkneife ich mir. So, Geschwister. Aber das verkneife ich mir ja. So etwas Böses würde ich niemals sagen. Genau, nur denk. Hab irgendwie so ein Claptrap gefunden. Standbild? Nice. Stirb, hab ich gesagt. Na gut, dann den hier. Den weg, den Typen. Alter, wie viel Brick Damage, wie viel Damage Brick macht. Machen die Sau. Ich hab mein Hobby zum Beruf gemacht. Hoffentlich geht es Hammer noch gut. Wir sind übrigens schon critical beschädigt, ne?
ruhig. Der läuft aber echt langsam. Hä? Ich dachte, der läuft aber langsam. Naja, der hat sich am Mac verhakt gerade. Der Profi. Türen kann er öffnen. Am Roboter vorbeilaufen nicht. Wasser und vertrau mir, du willst Crunk-Häschen nicht warten lassen. Naja. Du bist nicht von hier! Ein Hinterhalt! Machen wir sie zusammen fertig, Slam! Mehr Freunde von dir zum Töten? Was? Dieser große Schwachkopf sieht länger aus. Mehr Gewalt für die Zerdeckung da oben. Oh nein, mehr Waffen! Du hast dich mit der Falschen angelegt. Ich nehme mein Chili-Ritter. Ich habe meinen Teil getan. Ich töte dich noch. Nein, wer hat mir den Kill gestealt? Welche Drecksau. Ich hab nichts zum Killen. Uncool. Hey, da ist ein Dicker. Selbst im Mecha voll fucking Schaden von dem Badass. Kann bitte jemand die Badass unter Beschuss nehmen? Scheiße, der Mech ist gleich tot. Ja, ey. Das war's mit dem Mac. Alle tot. Hey, du da oben. Rick hat seine Axt geworfen. Hat er gut getroffen, muss ich sagen. Okay. Wieder ein Badass, was soll das? Noch ein Badass, Alter. Noch, Alter, ich bin von drei Badass. Ja, da kommen noch zwei Badass. Da ist auch noch einer. Es ist suboptimal alles hier. Alles klar, ich kann dich nicht retten. Ich bin selbst gleich durchgestorben. Oh Mann. Scheiße. Nicht doch. Es war knapp. Aber ich habe, als ich Leonard wiederholen wollte, habe ich einfach fast One-Hit kassiert. Fall mal hier runter. Ist doch knapp, verlaber nicht mehr. Kommst du mal an? Ich hab den Sicherheitstrakt im Blick, aber die KDK sind unterwegs hierher. Er ist nicht ein blaues Item gedroppt oder so, ne? Also ich hatte da gerade ein lilanes liegen. Ach ja, das ist aber nur ein Schild und dann noch schlecht das.
Dafür, dass die Kämpfe manchmal echt knackig sind, lassen echt wenig fallen. Nicht Solo-Schläge, aber das Duett war der Knaller. Ich muss unserem Scharfschützen helfen. Du gehst zu Crankies. Mordecai ist auch hier? Na Mensch, ist die alte Truppe ja wieder zusammen, wa? Naja, nicht ganz. Ja, Tina, Mordecai und Brick. Jo. Die waren doch immer zusammen, die drei. Bis später. Ja, das stimmt. Ich mit Lilith dich zusammen, ja. Ja, Lilith kam ja später. Ein verdammtes Wunderkind mit Sprengstoff, aber wie sag ich das? Verrückter als Eichhörnchen-Scheiße. Ich wusste, dass es einen Grund gibt, warum ich dich bei mir habe. Trisch trifft dich mit Crunch-Häschen. Warte, aber unsere Folge ist zu Ende. Oh. Na gut. Das nehmen wir noch mit. Ich verlese jetzt die Verurteilung. Du Entführer hast dich bewegt. Was soll's? Tina! Okay, mit dir reden wir aber erst nächste Folge, ja? Alles klar. Gut. Wie unsere Tina, kleine Tina. Tina. Die heißt immer noch Tiny, ja? Ohne Scheiß. Tina. Ja, aber Tiny Tina, sondern Tiny Tina wäre geiler gewesen. Das stimmt. Gut, also bis nächste Folge. Ding.